Weil Tim unbedingt sehen will, wie das Shiny von dem Sonnenflora gebumst wird. Damit er sein Panpyro nicht wiederbeleben kann. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Pokémon Platin Randomizer Race Nuzlocke. Ja, hi, das sind wir. Das ist der Tim und das bin ich. Und das ist Lantern. Lantern wird jetzt gebumst. Und das sind zwei wunderschöne Indivias. Ich mag Indivias tatsächlich sehr gerne. Das ist eins von meinen Lieblings-Pokémon. Ich habe auch im ersten, damals, wo ich Pokémon Gold bekommen habe, war Indivia mein Starter. Ja. Also von vielen wird es gehatet, ich finde es sogar ganz cool. Ja. So, Tim, was machen wir heute? Wald. So, Pokémon spielen, Pokémon spielen. Wald. Wald machst du heute, okay, machen wir Wald. Die Antwort lautet Wald. Wobei, eigentlich bin ich am überlegen, also ich ziehe jetzt Arbok auch noch bis Level 20 hoch, dann habe ich Depa, also alle drei bis jetzt auf das Pandia auf Level 20. Und dann würde ich halt eigentlich rausgehen wollen, weil ich mir dann auch noch schauen möchte, welche Encounter ich mir vor der Arena holen kann, weil die müsste ich dann ja theoretisch auch noch ein bisschen leveln. Würde vielleicht raten, Pandia auch auf 20 hochzubringen. Ist aber nicht meine Sache, ne? Es ist deine Sache. Aber ja, hast du vier Pokémon Level 20. Ja, muss ich jetzt mal schauen. Auf jeden Fall will ich gucken, dass ich auch noch mir die anderen Encounter hole. Nicht, dass ich jetzt alles hochziehe und dann darf ich wieder von vorne anfangen, weißt du? Besonders, wenn ich mit der alten raus bin und wieder in den Wald reingehe, dann kommen noch die Einzelbegegnungen. So, wo ich dann halt auch nicht zeitlich so ein bisschen von der alten ausgebremst werde mit dem Sonflora. Ja, ausgebremst, hin oder her, aber die haltet deine Pokémon die Runde, ne? Ja, das ist natürlich schon fein. Ja. Deswegen ist es immer ein guter Trainingsspot, finde ich. Ja gut, aber der Trainingsspot ist ja vorbei, wenn ich jetzt aus dem Wald rausgehe, dann kommt die ja nicht wieder. Ja, ich muss mal gucken. Ich werde das jetzt noch kurzfristig entscheiden. Tim, sollen dir das jetzt noch kurzfristig? Wir machen derweil warte die Trainer und sind dann schon ready eigentlich für die Arena. Ja. Und natürlich, umso mehr ich an hier auch noch trainiere, umso wahrscheinlicher kommt noch das Shiny. Weil Tim unbedingt sehen will, wie das Shiny von dem Sonnenflora gebumst wird. Damit er sein Panpyro nicht wiederbeleben kann. Alter, ja, das würde wahrscheinlich auch noch passieren. Ich würde dich so auslachen, ey, ohne Scheiß. So, eigentlich können wir in die Arena gehen, Leute. Mach das doch. Habe ich deswegen ein bisschen Kackstift? Ja, kann gut sein. Oh, sie ist doch positiv, dann, wenn du gleich auf mich warten musst, kannst du schon Rüblikuchen essen. Stimmt, wenn ich warten muss, auf Timmy kann ich Rüblikuchen essen, oder? Darf ich das? 500 HIQ-Move und so. Ja. Ich dachte, du wurdest vorbei. Okay. So, warte mal, ich muss so langsam mal eben hier das Licht anschalten. Boah, weil so langsam wird es bei uns dunkel. So.
Es wird dunkel in Dunkeldeutschland. Oh, ein Regirock und ein Turtok stehen mir gegenüber. Nice, kann man machen, finde ich. Richtig geil. Ich finde, mein Knilz macht sich gerade echt gut, ne? Wenn ich ein Lucky Egg hätte, würde ich das auch sagen. Ja. Aber Knilz kann halt auch Leech Seed. Boah, geil. Das ist geil. Was ist los, Tim? Alles wunderbar. Ich guck mal, eigentlich die Shiny Hunt Streams. Ja, ne? Ich habe so viel gesagt und so wenig getan. Ja, ne? Das ist. Muss aber nachfragen von deiner Community auf deinem Discord, mit dem du tagtäglich kommunizierst. Interagierst, ja. Oh, Knills entwickelt sich schon, Leute. Geil. Na, moin. Morlord. Morlord. Sü. Ja, heute habe ich. Oh, da habe ich eben auch so ein richtig gottloses TikTok gesehen, ne? Aber richtig gottlos. Alter, das kannst du keinem erzählen. Da, ich weiß nicht, wie der. Weil ich bin ja eh, was so YouTuber angeht, bin ich ja total. Unwissend. Ich weiß nur, dass unten jetzt durch die ganze Thematik Reefed mit dabei war, ne? Unten und ein Typ oben und ließ dann irgendeine so beichten. Suizidgedanken, Tim, das ist ja schon so alt. Das aber ist ich, schon ich wirklich hab das, Aspar Digga, ich hab's heute das erste Mal gesehen. Ich bin 13. Oh gottlos, ich fand's aber ich fand's witzig. Es war richtig gottlos, aber witzig. Ach, Tim. Was denn? Ist schon Dulli, ne? Ja, ich habe halt auf meiner For You eher mehr Rezepte und Kochvideos als alles andere. Ja, denkst du dich nicht? Diggi, du willst nicht wissen, wie mein Instagram-Algorithmus aussieht. Pokémon fressen. Die wichtigen Dinge im Leben. Ist so. Die wichtigen Dinge im Leben. Ach komm, Starabell, jetzt mach doch nicht so. Oh, ein Squirtle. Und ja, ihr seht unten, die Katze hat sich bewegt. Ist kein. Soothspell. Was ist denn eine Soothspell? Ist kein. Dampfglocke wahrscheinlich, ne? Unbeweglicher Klops.
Also ich muss sagen, so ein Glücksei im Team hilft schon ungemein, ne? Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Warum bist du jetzt so negativ? Warum? Okay. Ich mag das Arena-Design in der Arena. Das ist voll cool. Ja, genau. Und es wird mir entgegengeworfen ein Mewtwo. Ich würde sagen, oh, aber nein. Ein bisschen leiden sollst du ja auch. Er nimmt Sternschauer. Ich glaube nicht, dass der auf Level 20 schon die Überattacken hat. Warte mal, können wir Zerschneider schon einsetzen? Nein. Dafür brauchen wir den Orden. Dafür brauchen wir den Orden. Ja, was für eine Scheiße. Boah, ganz ehrlich, ich gehe jetzt aus dem Wald raus und hole mir meine Encounter. Das ist... Mir dauert mir einfach zu lange zu leveln. Dann gehe ich lieber einzeln alleine rein. Nee, aber ich gehe lieber alleine rein und laufe zwischendurch zurück. Und mache ein paar Trainerkämpfe noch. Und besonders, es fängt ja sonst wieder von vorne an, wenn ich mir jetzt Encounter noch ziehe. Ne? Wenn du rauskommst aus dem Wald, ne? Ja. Das Grasfeld gehört zur letzten Route. Ja, du musst praktisch weiterlaufen am Pokémon-Center, dann nach oben und rechts raus. Hast du einmal eine Höhle, wo du Encounter kriegst. Ja. Und ein Grasfeld vorher. Alles klar, Herr Kommissar. Dann machen wir das doch so. So, ich hole mir jetzt gleich meinen ersten Punkt. Und dann deinen Rüblikuchen. Weiß ich nicht, ob ich schon befähigt bin, Rüblikuchen essen zu dürfen. Einfach mit dem Team, bis eine Liga durch gut ist. Habe ich mir am Anfang auch gedacht. Ja. Da kam mir deine Skills halt dazwischen, ne? Oder ja. Halt vielleicht auch die nicht vorhandenen. Es mag wohl so sein, es mag wohl so sein. Zwirfins, die Alte. Ja. Klingt nach Spaß. So, ich gehe jetzt raus aus dem Wald. Klingt nach Spaß, oder? Eher nicht. Oh, ich habe noch eine Su-Spell bekommen. Ja, freu dich. Nice. Ja, ein Lucky Egg wäre mir lieber. So, das hier ist noch Route 205. Hier die ganzen Angler mache ich noch nicht. Was
ich ja erstmal nach Eternal City. So. Lasse am Poké Center hoch, rechts oben. Ja, wird da breiten Gerst ans Pokémon und dann heilig und alles drum. Ich bin nur noch geheilt. Achso. Oh, jetzt kommt ja Beamon. Ja, aber bloß. Echt müde aktuell, ey. Das macht mich schon ein bisschen fertig. Kein Booster-Intus oder was? Doch, dann zieh ich mir meistens Fuß rein. Ich habe schon so lange keinen Booster mehr getrunken. Ja, Digga, wenn du es eben mit Blutdruck hast, ist das vielleicht nicht das Beste. Ja, aber Booster ist ja was anderes als der ganze Red Bull-Rotz. Ne, Digga, ist genauso Koffein drin. Ja. So, Route 211, Encounter. Ist. Nehme ich? Ja, fang's erstmal. Was ist es denn? Ein Vulnona. Oh. Du weißt, wie du es nennen musst. Ansonsten ist jemand ganz, ganz böse auf dich. I know. Und es kann Glut. Weißt du, und das meine ich, ne? Ich gehe gleich in den Wald, klatsch mit Glut ein paar Intivius weg und hol mir die EP. Ja, mach. Ne? Und mein Karpilz einfach so am Leechen, ey. Richtig nice. Bestimmt möchte das Vulnona nur in einem Luxusball gefangen werden. Dann werfe ich den Luxusball. Ja, ich hab's. Nice. Das freut mich für dich. Mich auch. Weißt du, was dich freuen müsste für mich? Du hast den zweiten Checkpoint. Ich habe nach einem Blubstrahl jetzt noch den zweiten Checkpoint geholt. Das heißt, es steht 1-1. War ja nicht anders zu erwarten. Oh, und jetzt kommt ein legendäres erstmal auf der Route noch. Ein Shaman. Why not, ne? Wäre ein gutes Pflanzenmon gewesen. Aber ich denke, mit Voluna hast du gute Chancen. Das hat bloß ja, sterben lassen. Und I can't escape, Digga. Ich will doch nur escapen, bitte. Bitte, run, ja. Maybe run. Ich will nämlich, aber das ist eigentlich auch gut, da kann ich Vulnona, Shaman gibt bestimmt auch gut EP. Ja, das war der Fälle. Dann kann ich nämlich Vulnona da auch ein bisschen hochziehen. Ah, da kommt Cynthia. Zerschneider. So. Mal Heili machen. Mach mal Heili. So, Leute, Checkpoint ist geholt. Das heißt, wir können jetzt chillen eigentlich. Ja.
Oder was heißt, wir können chillen eigentlich? Wir müssen chillen, weil wir können ja nicht weiter. Utgatofer, okay. Ja. Ja, jetzt ist die Frage, darf ich das Level ein bisschen speeden? Nee, ne? Nö. Nö. Ja, ist vollkommen fein für mich. Weißt du, was auch für mich fein ist, Tim? Dass du jetzt Rüblikuchen isst. Nein, das wird erstmal aufhören für diese Folge. Deswegen geht's morgen weiter, wenn Tim seinen nächsten Encounter holt. Und ich dabei ein bisschen meinen Licky Licky und mein Lucky Egg hochlevel. Mal gucken, was sie so machen. Und ansonsten war's es uns für heute. Bis dahin, haut rein und ciao. Ciao. Ja, ich wäre ja schon mehrmals vorbeigekommen, aber das war ja dann ja zu spontan. Ja, du Opfer, weil spontan scheiße ist. Und wenn ihr vorbeikommt, würde ich gerne was Gescheites zu essen kochen.